Viktor Orban hatte soeben eine unerwartete Drehung innerhalb der EU-Gespräche vollzogen. Kurz vor der Abstimmung ist Ungarns Ministerpräsident eingeknickt und stimmte dem Ukraine-Hilfepaket zu. Bisher hatte Ungarn diese Pläne und das dazugehörige Finanzpaket blockiert. EU-Ratspräsident Michel teilte das Ergebnis soeben der Presse mit. Alle 27 Staats- und Regierungschefs hätten dem Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro zugestimmt. Der Sondergipfel findet derzeit noch in Brüssel statt.